Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlen, gerade im LSN zu Alpine DLC zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. Er macht schon wieder Kunststück mit dem guten Weidemann. Ich hänge Lass hier. Mal das. Ja, es kam jetzt eine Weile nichts mehr. Ich hab's ja in der vergeschlagene Folge auch schon erklärt, weshalb. Ich glaube, da muss ich nicht nochmal sagen. Auf jeden Fall, das Problem hat sich jetzt geregelt. Und wir können wieder beide wunderbar aufnehmen. Das heißt, wir sind jetzt seit einer knappen Woche. Fahr das wieder von alleine. Oh Mann. Wir lassen das stehen. Bis zum nächsten Mal hatte ich es wieder beruhigt. Ja, es kam jetzt eine Weile nichts mehr. Das hatte ja diesen Grund. Oh. Und, Egal. Ja, das sind einfach. Das ist einfach schön, den brauchen wir eh nicht mehr. Ja, ich habe auf jeden Fall uns, beziehungsweise wir haben uns diese Heuballen, die wo gefehlt haben, diese 5, 4 Stück, wiedergegeben. Die stehen jetzt da oben. Wir fahren jetzt Gras ein für die BGA. Genau, ja, wir haben uns vor Ewigkeiten, weil wir die Bruderschiene nicht das beachten, das ja, ist schwierig. Wir haben uns vor Ewigkeiten mal die BGA gekauft. Ja, vor Ewigkeiten. Ich glaube, ich Vario-Getriebe drin. Ich weiß es, das hast du schon mal ausprobiert letztens. Wie das so ist. Aber gut, oh, Feuer. Der neben ran hockt, den muss ich mal Fristchen geben hier. Kommt er? Er kommt. Ja, Bubi, ja, ganz fein. Ja, ganz fein. So. Und jetzt mach Happy Happy. Ja, so ist fein. Ja, ich hab's nur noch richtige drin. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, wir sind jetzt seit einer knappen Woche da nicht mehr drauf gewesen auf dem Server, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben jetzt selber erstmal gucken müssen, was wir den allen noch so zu tun haben. Und ja, da hat sich tatsächlich herausgestellt, Wiesen. Und da bitten wir uns heute, aber da geht natürlich nichts ohne Radio. Ah, oh, man kennt ihn. Oh Scheiße, das brauche ich nicht an. Oh nein. Kannst nicht anmachen, weil ich schon das Kopf. Das kann dauern, weil ich hab's nicht mehr offen. Schwierig, ne? Ich überhole ihn. Ja, da sind wir vorbeizogen. Gibt es eigentlich sonst noch irgendwas zu sagen? Nee, ne? Es startet demnächst schon ein neues Projekt, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ja. Ich glaube, so gibt es dann gar nicht mehr so allzu viel Neues. Doch, wir haben den neuen Steier mit draufgenommen, der vielleicht bald kommen wird. Aber genau, und apropos Steier, da sind wir ja leider, oh Gott, vor Weihnachten nicht mehr dazu gekommen, dazu sagen, und zwar den Steier, was wir haben. Den SK2, SK1, den hier. Den 8090, den gibt es jetzt am Download, jetzt am 24 schon online gekommen. Auf dem Steier Union. Was kann ich heißen? Sie auf Instagram auch so? Doch, ich glaube schon. Oder Steier Modding. Irgendwie so. Auf jeden Fall auf dem hier ein Discord-Server ist der jetzt online gegangen. Ich werde euch dann, wenn ich jetzt dann den Link noch vielleicht noch reinpacken von dem Discord von denen. Und ja, da könnt ihr euch das wunderschöne Teil runterladen. Und wir haben vielen Dank dafür einen weiteren Steier bekommen. Und zwar einen SK2 ebenfalls, gibt es aber auch in der SK1-Variante, 8165. Ihr seht, sie hat ein bisschen mehr Bums unter der Haube, 135 PS standardmäßig und den kann man pimpen bis 250. Bit. Oh ja, Edelstahl, oder? GG. Ja, wie gesagt, der wird auch bald, ich zeige euch jetzt noch nicht zu viel. Auf jeden Fall, wie gesagt, der wird auch bald kommen, der ist auch gar nicht so teuer. Und wenn wir da mal irgendwann was Dickeres brauchen, dann kommt der tatsächlich in Einsatz. Ich fang gleich mal unten an. Würde ich sagen. Ja. Weil hier an diesen Hängen da immer dann wieder rauf und runter zu fahren. Also runter geht ja, aber rauf. Eher schwierig. So. Ich glaube, der Radio müsste passen. Kann es sein, dass du was? Das Ding runtergelassen hast? Nee, es geht was rein. Weil hier oben liegt noch Zeug. Ja, das habe ich liegen lassen, da bin ich nicht mehr richtig reinkommen in die Bahn. Mann. Ja, mei. Ich hab gesagt, ich mach gleich das untere. Der arme Linden Unitraktor muss immer die schwere Arbeit machen. Der kann an der Geraden fahren. Ich nehme das dann nämlich da, was am Hang ist, mit. Was geht's denn da? Ah, hier. So.
Oh, hier, hier, hier. Ach, du bist da hochgefahren? Gott! Wo kommt denn jetzt der her? Ja, ich komm von vorne an, ich stehe schon länger. Nein. Komm vorbei. Es tut mir jetzt leid, aber ich hab den halt nicht gesehen, ne? Okay, gut. Schon mal ein Problem. Warum? Halfrun sperrt ein. Oh. Stoff. Ja, ja. Ja, vielleicht. Die Fahrt doch bis da immer geregelt. Mal ein bisschen lenken. Ah, runterhalten, dann Free Gas. Ja. Hatte kurz Bammel, dass vielleicht wieder das VCA Spaß macht und wieder abhauen will, aber nee. Sie ist alles gut gegangen. Kann die Front wieder ausmachen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh. Schafft es? Ja, 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 geht. Wunderbar. So. Dieses Motor ist mir vor. Das kann ich. Ah, die erste Bombe vor. Was magst du gerade? Oder hat es gemacht? Ich hab kurz was geschaut. Okay. Halt gut. Ich bin voll. Passt. Ich auch bald. Ja, genau, das ist ja jetzt Gras, das kommt dann zu unserer BGA. Weil, ja doch, wir haben doch das Silos, keine Silos, glaube ich, waren es, ne? Nee, soweit ich weiß, doch was Silos. Echt? Ich weiß gar nicht. An. Damit schneller geht, meinst du? Ja, ich habe doch schon irgendwas gespürt hinten am Heck. Der rutscht ein bisschen. 90, 91. Voll. Nee, 96, 97, 98, 99, voll. So, jetzt ballern wir ihn davon. Ausgetrickst. So, wir sind noch im Rückspiel zu sehen. Ah, da hinten ist er. Willst du vorausfahren oder soll ich? Ist hier nur bei dir nicht geschwadet, oder? Ah, da war er was, ne? Schwierige Sache, würde ich sagen. Ja. Ich habe mir letztes schon gewundert, wieso du so schnell fertig bist. Ich mich auch. Aber wir könnten tatsächlich den Helfer mit der Sämaschine ansetzen. Oh, ich wär's lieber. Machen wir die lange Rude. Oh, da fällt gerade was ein. Das muss ich gleich nochmal schnell machen. Sorry Leute, ich musste aber nochmal ganz kurz Wert verschieben in den Motor, ne? So, passt. Können wir wieder reingehen? So. Ja, das ist schwierig jetzt loszufahren. Yeah. Ja, das geht noch. Jetzt aber schnell. Oh. Knapp. So, hey du. Aber ich würde tatsächlich, glaube ich, sogar sagen, wenn wir mit der Silage gut Geld kriegen, dass wir uns vielleicht sogar den Steier, also den 81, 65 mit einem neuen Ladewagen kaufen. Oder mit einem größeren. Von Pöttingen, den Zweierachser, was mitgeliefert wurde, oder? Mhm. Weil ladewagentechnisch. Sollten wir jetzt nochmal ein bisschen größer, wenn der vom Unitrack bleibt natürlich, das ist klar, weil das ist einfach der Aufbau für den ist und der bleibt auch hier. Aber da Ding da hinten, muss jetzt nicht unbedingt bleiben. Traktoren werden wir dann trotzdem momentan alle behalten. Und wenn dann jetzt irgendwann mal so ist, dass halt einfach einer komplett überflüssig ist, das stimmt doch irgendwas, dann was gucken. Bei mir. Also. Im Spiel bei dir. Dann ist richtig formuliert.
Vorne ist der Zug auch wieder unterwegs. Wer drin mit dem Zug? Ab geht's. Oh, Kreisverkehr. Eieiei. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich weiß es halt nicht, ne? Revell? Void what? Revell ist doch irgend so eine Marke. Hat LS. Giants jetzt eine Komparation. Okay, genau. Kooperation mit dem? Hm. Jetzt sag mal, bin ich hier noch richtig? Ach stimmt, die war ja am Arsch der Welt, ne? Was? Am anderen Ende halt. Da ist dann doch ein gutes Stück zu fahren. Hab ich einen Tunnel? Ja, hab ich an. Beziehungsweise Blitze. So. Ich weiß gar nicht, hab ich. Oh, hängt das. Uiuiui. Ganz kurz wohin geguckt. Und fast ein Unfashing Bot. Ne, wir haben keine Silos. Aber wir haben eine Waage. Die sogar funktioniert. Ich sehe es jetzt natürlich nicht. Ganz kurz noch was. 17.000 Liter. Liter ist genau. Tonnen. 17 Tonnen und ein paar zerquetschte so. Ne, ich will nicht da gerade noch wieder hier reinholen. Also ich fange in dem rechten an. Damit du da weißt. So. Die sind natürlich schon eine Nummer größer, muss man schon sagen. Also unsere. Aber das Ding, das wird halt nicht mal halb voll. Das weiß ich jetzt schon. Naja, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Ich weiß nicht. Das voll wird, du. Hm. Okay, das ist eindeutig zu schnell. Habe ich gemerkt. Und zum Alten hat er tatsächlich wunderbar funktioniert, aber hier reichen tatsächlich 8 km/h, also locker raus. So. So. Der geht mit 100 kommen. Nee, aber Spaß, ich feier ja nicht mit Führer. Zum Schluss lande ich wieder irgendwo im Bach. Ich sehe schon, Fluss. Im Bächlein ist ein bisschen zu klein. Aber ich fand es mal oben. Aber hin. Komischerweise komme ich mit 59 km/h. Hm, haben wir da wieder ein bisschen was geschraubt? Nein, habe ich nicht. Okay. Welchen Weg fährst du da lang? Ich fahr mal den anderen oben rüber. Ich hoffe, ich komme da wieder dahin, wo ich hin will, aber ich glaube schon. Wir haben schon drauf. So, dass die Leute auch mal ein bisschen mehr sehen hier, ne? Hier oben haben wir noch wunderschöne Grasflächen, die wir hoffentlich irgendwann bewirtschaften können. Ja, können weiterhin dauern. Und hier, da wollen wir nicht hin. Ah, hier ist auch mein Ziel ist, hier alle Grasflächen zu haben. Ja, da habe ich schon prinzipiell habe ich damit kein Problem. Ich schleppe schon du da durch. Wo? 8,8 km/h. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben nicht dasselbe Getriebe drin. Ich bin mir nicht sicher. Dann fahre ich mit 11 doch, weil ich habe weniger drin. Stimmt, ja. Muss man auch immer mit dazu berechnen. Weil ich habe ja. Du hast 12 Platz, oder? Mhm. Und ich habe, glaube ich, 22 oder sowas. Das ist dann. Und fast die Hälfte mehr. Okay. So, oh, jetzt Lauf. Kommt mal ein dickes Problem. Warum? Ich habe vorhin ein Häufchen gelegt. Hab ich gesagt, du sollst Häufchen legen? Glaube ich. Ja, aber. Das können wir dann immer noch mit der Schaufel wieder... Ich glaube, 9 hätten doch gereicht. Blattebenen. Bin ziemlich der Meinung, dass das passt. Hier war ja Heu, meiner Meinung nach. Und die oberen zwei haben wir dann... Ich fahre hier unten links. Haben wir dann zu normalen Gras gelassen. Und die da oben. Beziehungsweise... Alles ist auf unserem Hof.
Gras gemacht. So. Ach scheiße, wir haben das nur für die nächste Folge noch machen. Ich habe den Düngerstreuer nicht mit drauf genommen. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt leisten. Wie viel kostet denn der Teil? Aber wir haben auf Modern den schönen gefunden. Ich glaube 25.000. Okay, dann kann man ihn doch nicht leisten. Aber wir können ja mal ausprobieren, wie er ist. Indem wir ihn uns mieten. Aber ja. Den nehmen wir dann für die nächste Folge mit drauf. So, mal runterschalten hier. So, Tempomat. Machst du vorne oder hinten rum? Hm? Wäre es nicht schlauer, wenn du schon mal schnell schwarisch? Ja, oder okay, soll ich das dann machen? Ich fahr schon Sparte. Okay. Ist nicht so gewesen, dass du nicht die Wahl gehabt hättest, aber okay. Du hast es erst, nachdem ich gesagt habe, ich tue Sparten, hast du gesagt, ja, okay. Können es auch machen. Echt? Ja. Ich aber ich fang gleich mit dem B-Drück, weil der steht davor. Will ich da nicht rumkommen? Anscheinend nicht. So ganz. Komma 7 Stunden, bald haben wir die Szene auf den Lindner voll. Lindtrack. So. Ich bin zum 1 unterwegs. Yay. So, da muss ich jetzt tatsächlich runterschalten, weil da komme ich nicht hoch. Okay. Okay, er kommt nicht hoch, wohlgemerkt. Wir schieben kurz zurück. So, jetzt halt. Es dauert ein bisschen, Leute, ja, ist gut. Ja, ja. Wir sehen die Buschen. Wir haben glaube ich alles aufgesammelt. Ne, wobei liegt was. Oh, ich muss kurz außen an sich, ob hier irgendwo eine Schwarte. Da ist die Schwarte. Ah. Oh Gott. Was ist? Ah ja, da muss ich schon wieder quälen hier rauf, du. Vielleicht bin ich vorbeigeschossen an dem Ding, wo ich baden wollte. Schwierig. So, ich brauche jemanden 6 km/h, ne? Wow, ich habe statt Absenken habe ich zusammengeklappt, zusammenklappen gedrückt. Mann. Oh nein. Ich muss schon nochmal aufklappen. So, ich nehme jetzt die Bahn hier einfach noch mit. So, mega voll. Ich kann dann gleich mal kalkulieren, wie viel wir den für der neue gespannt bräuchten. Ja, der Steuer an sich ist ja nicht das teure, aber der Ladewagen. Ein Pölling, ja, der kostet schon ein kleines Flöckchen, ne? Den haben wir gerade, haben wir schon den 2-Achser oder erst noch den 1-Achser? Wir haben den 1-Achser. Den kleinen. Ne, wir haben den großen 1-Achser. Achso. Ja. Also wir gucken mal, also die Steine haben uns schon ein bisschen zusammen. Der 2-Achsrige, der hätte 26.000 Liter Platz. Also genau 6.000 Liter mehr. 70. Wir können aber auch gleich den Bergmann nehmen, weil der hätte 34. Ja, der Bergmann ist halt schon so, ne?
Ist da noch Kuchen. Der ist halt doch schon knuffig, ne? So. Wir machen jetzt erstmal die Sperre wieder raus, fahren nicht über die Wiese, beziehungsweise über die Schwaden. So. Nupsis haben wir vielleicht einmitgenommen. Sorry for that. Pinguine! Das sind Pinguine. Also. Also ich nenne die Pinguine. Hab mir gerade gedacht, wo hat er denn jetzt welche gesehen? über ihn drüber seinen Kopf geflogen. Nein. Ah ja, Pinguine können fliegen, oder? Wissen die wenigsten. Ja, ja, der schiebt aber ganz schön hier runter. Kurvenlage hat er. So. Aber ja, da muss ich mich dann auch gleich nochmal dran erinnern, den wir dann kurz den Server aufmachen und wieder neu aufsetzen. Beziehungsweise nicht neu aufsetzen, jo. Aber den Düngerstreu mit draufnehmen. Und wir probieren das halt erstmal nur, weil probieren wir mal aus, wie es denn ist. Ob er gut ist oder eher, doch nicht so. Ein Mod-Up sah da eigentlich relativ okay aus. Er gehört glaube ich zur Mittelklasse, ne? Nicht zu teuer, aber auch nicht. Oder beziehungsweise nicht zu groß. Nicht zu klein. Eigentlich perfekt für hier. Oder auch gerne, wenn ihr natürlich schöne Düngestreuer oder Traktor-Mod-Vorschläge habt, gerne in die Kommentare damit. Aber halt ein bisschen in unserer Größe, also nicht in 10,50. Weil wenn man nach rechts umguckt und dann auf den Preis von 10,50, da fehlt ein guter Titel. Natürlich, den Cheat muss was. Umdrehen verboten. Okay. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen, so ein Schild. Also ich denke mal, dass es halt wenden verboten heißt. Ein Pfeil bzw. ein umgedrehter Pfeil durchgestrichen. Oder ein umdrehender Pfeil, so. Flo? Weißt du, was mir gerade auffällt? Mal den. Man hat vorne 4 Ölanschlüsse, ne? Also beim B-Trax. Ja. Und 2 davon alleine schon sind einfach für die Hydraulik vorne zuständig. Ja. Ja. Ja, aber das Häufchen, was oder Häufchen unter Anführungszeichen ist ja noch relativ klein. Gering. Kaum auffallend. So, Vorwärtsgang, zack. Zack. So, mal gucken, ob diesmal alles geht. Nein, es war glaube ich immer noch zu schnell. 7,2. Da könnte es vielleicht. Na, genau nicht. Ist das so viel kürzer als unser altes? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht mehr. Der ist da ja. So. Fahren wir wieder Richtung Hof bzw. Wiese.
So, ich hab noch ein paar Fähnchen. Jo. Aber ich bin der Meinung, ich habe hier alles geschwadet. Hm. War da nicht da irgendwie so ein Zwischenfall mit dem Büro und VCA und dann vielleicht irgendwie vergessen worden? Oh, ja. Kann ich mich da noch schwach an irgendwas erinnern? Vielleicht, ne? Möglich. Ist der jetzt eigentlich schon zurückgesetzt oder schießt der immer noch über die? Der Büro? Mhm. Der steht normalerweise schon wieder an unserem Hof, ja. Ja doch, der steht in der Halle drin. Der einzige, der vielleicht, ich weiß nicht, ob er noch am Hof steht, der Weidemann. Normalerweise müsste schon noch am Hof stehen, weil der fährt dauerhaft gegen eine Wand. Ja, der fährt so weit, die Gabel schon. Sie kommt halt durch die Wand durch. Ja, dann muss er wieder die ganze Wand umhauen und mit 6 und dann nochmal eine Wand umhauen und dann nochmal und nochmal eine. Ja. Dann. Dann hat er, ja, dann hat er gut Dienst geleistet, würde ich sagen. Naja. 9,9 Stunden. War da drauf. Hm. Der MP-Track hat 7,7. Ja. Wie viel hast du? 9,9, genau. Normalerweise ich hab auch 7,7. Normalerweise ist die Folge schon eigentlich schon fast zu Ende, aber ich möchte gucken, ob wir die 10 noch schaffen. Das wäre so ein kleines Jubiläum. Die was? Die 10 Stunden auf dem Lindentrag. Oh. Aber ob dann noch was wird, schwierig, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So. Wir haben genau, wir haben drüben noch eine angefangene Bahn. Die nehme ich jetzt mal mit, damit die auch mal haben. .53 übers Feld, beziehungsweise die Wiese, kann man machen. Oh, hier geht's rein. Ist der Rinderschalten hier so? Die ganze Zeit rechts unten noch gesendet. Oh, jetzt sind sie. Ja. Was ist da Rodes? Ja. Doch, ich sehe da ein Schlepperdreieck. Das ist der jetzt vom MP-Track. Ich hatte nichts dran. Doch. Echt? Ja, du hast das wahrscheinlich immer abgekuppelt. Oh. Vielleicht habe ich nicht mitbekommen, dass es sich abgekuppelt hat. Schwierig, sagst du. Okay, ja. Lass uns mal dabei. Er hat jetzt schon die 10 Stunden drauf auf dem. 9,9 immer noch. Was? Ja. Also wenn irgendwann mal der Zähler rückwärts anfängt, dann hat der Diesel sich rendiert. Ja. Wir machen uns unterscheiden. Komm schon, du schaffst es. Geht denn die Bahn? Oh, hier. Hilfe! Wieso? Was hast du gemacht? Nicht! Bist einfach nur gefahren? Ich hab dich mal abgekühlt. Ich bin ganz normal gefahren. Also irgendwie ist VCA. Wir müssen uns doch verarschen. Also VCA an und für sich ist geil. Aber. Ich bin im Wasser. Was läuft da schief? Ja, okay, gut, die 10 Stunden kriegen wir anscheinend heute nicht mehr voll. Aber mit diesem wunderschönen Thema, weil ihr da drüben noch seht, ne, da nicht mehr. Ich weiß nicht, wo jetzt ist. Ja, ah ja, Feuer aus dem Wasser rum. Auf jeden Fall mit dem wunderschönen Thema dürfen wir uns vor euch verabschieden. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Deutsch werden.
digitalen Blöcken, die wir bitte nicht mehr verpassen. Der Ja, dann beenden wir die Folge schnell. Ja, wie gesagt, das war's für uns. Und wir sehen uns dann bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erde geraten. Wir sehen uns dann viel DLC und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Compass was wrong, and I'm still on my way closer to where I